Werden wir ein großes Bankensterben erleben, eine große Depression wie 1929? Werden wir einen Zusammenbruch unserer Währung erleben und eine Währungsreform wie 1948? Um das geht's in diesem Video und ich beschäftige mich mal mit den Thesen von Dr. Markus Krall. Bestsellerautor ist Volkswirt und Vorstand von Degussa. Und ich gebe das Ganze mal seine Thesen mit meinen Worten wieder. Vorteil für dich ist, du bekommst also eine Kurzform, du bekommst es auch übersetzt. Also ich übersetze es so, dass du noch besser daraus für dich ableiten kannst und du bekommst natürlich am Ende ein Fazit. Dr. Markus Krall sagt, ein Zusammenbrechen unserer Wirtschaft schon länger vorher und beschreibt praktisch den Prozess. Ja. Er sagt, nur durch Corona ist es jetzt viel schlimmer geworden, als was er geglaubt hat. Ja, inwieweit beschreibt er jetzt den Prozess? Das Erste ist, was er beschreibt, dass die Arbeitslosigkeit steigt, weil beispielsweise auch Insolvenzen steigen. Es wird Mietausfälle geben, weil die Leute nicht mehr das Geld haben für die Miete, eben wegen Arbeitslosigkeit, wegen Kurzarbeit. Und es wird Kreditausfälle geben, weil also Leute nicht mehr zahlen können. Er beziffert das Ganze mit 30%, also aktuell schon bei 30% Kreditausfällen. Das ist also Stufe 1. Stufe 2 ist, dass es zuerst einmal eine deflationäre Entwicklung geben wird, weil die Leute sich natürlich aufgrund der Unsicherheit, die wissen ja nicht, was auf sie zukommt, erstmal mit dem Kaufen zurückhalten und dann überschlägt sich der Handel mit Rabatten. Das heißt, es wird immer alles immer billiger. Das nennt man ja dann Deflation. Als Drittes sagt er, wird die Inflation, also das Ganze wird drehen, wird die Inflation anziehen. Das heißt, die Preise steigen plötzlich und schnell. Warum? Das Geld wird ja aufgebläht. Das kriegt man ja momentan mit. Die Notenbanken pressen wie verrückt. Ja, und das wird also das Ganze aufgebläht. Und es gibt weniger Angebot, weil beispielsweise es zu Lieferengpässen kommt. Also aufgrund von Corona sind ja einige Produktionen ausgefallen. Transportwege kam nicht so richtig zustande, es hat länger gedauert, das heißt, es kommt zu Lieferschwierigkeiten. Und infolgedessen eben in dieser Kombination, in dieser gefährlichen Kombination, dann steigen die Preise, dann steigt die Inflation, also alles wird teurer. Als vierte Stufe wird eine Bankenrettung einsetzen, weil die Banken in Schieflage geraten, aufgrund beispielsweise dieser Zahlungsausfälle. Und zwar zuerst in Europa. Warum in Europa? Weil in Europa die Banken stärker angeschlagen sind. Das hat verschiedene Gründe, beispielsweise auch, weil wir in Europa eine höhere Regulierung haben und im Zuge dieser Regulierung die Banken ihr rentables Investmentgeschäft sogar ausgelagert haben. Und als Nächstes nach Europa sind dann die Banken in Amerika dran. Wie rettet man die Banken? Gibt dazu im Wesentlichen zwei Wege. Das eine ist ein sogenanntes Buy-in-Verfahren. Buy-in-Verfahren bedeutet im Endeffekt so eine Enteignung vom Sparer. Das heißt, also du hast Guthaben bei deiner Bank, bei deinem Kreditinstitut und die Bank zwingt dich, einen Teil deiner Guthaben in Bankaktien umzutauschen, also in Anteile der Bank. Und er sagt halt, dass eben diese Bankaktien dann wertlos sind. Jetzt muss man dann bloß überlegen, was macht man bei einer Sparkasse? Eine Sparkasse hat ja gar keine Anteile, wie zum Beispiel eine Aktiengesellschaft oder zum Beispiel Genossenschaftsanteile bei Raiffeisenbanken. Aber Punkt 1 ist das sogenannte Buy-in-Verfahren, also eine Rettung der Banken, indem die Banken Gelder ihrer Sparer in wertlose Bankbeteiligungen zwangsumtauschen. Und das zweite Verfahren, was es gäbe, ist also das sogenannte Buy-out-Verfahren. Hier hilft also der Staat, indem er also frisches Geld druckt, immer mehr frisches Geld druckt und die Banken so mit Liquidität versorgt, also mit Geld überschwemmt. Das führt wiederum eben zu einer Inflation und damit im zweiten Schritt erst zu einer Enteignung der Sparer. Ja, weil wenn ja alles teurer wird, dann wird dein Geld, dein Guthaben im Gegenzug wertloser. Dr. Markus Krall behauptet also auch, dass du dich als Sparer gar nicht schützen kannst. Und im fünften Punkt kannst du dich auch nicht schützen, indem du deine Gelder auf unterschiedliche Banken verteilst, weil man eben nicht wissen kann, welche Bank A davon betroffen ist und welche eben nicht. Welche ist vielleicht systemrelevant, welche wird also vom Staat unterstützt, welche ist nicht systemrelevant, welche kann man also einfach so gegen die Wand laufen lassen. Und sie sind auch deshalb nicht geschützt, weil die Banken ja untereinander verkettet sind. Ja? Also die sind ja verzahnt, beispielsweise es gibt sogenannte Garantien. Versprechen, also unter den Sparkassen, also die Sparkassen sagen, wir haften füreinander, ja? Und bei den großen Banken ist es praktisch eine Vernetzung, sagen wir mal, durch den Interbankenhandel, weil ja große Banken oder Banken sich grundsätzlich untereinander Kredite geben, also sich untereinander auch mit Geld helfen. Ja, und das führt uns zu Punkt 6 seiner These. Wie kann ich mich denn im Endeffekt davor schützen? Er sagt, du kannst dich also nur schützen, indem du Bargeld hast, also indem du dein Geld nicht bei der Bank verwahrst und solange Bargeld zum Beispiel hortest,
bis die Inflation anzieht, weil eine anziehende Inflation, eine schnellere Teuerung, sorgt natürlich dafür, dass auch dein Bargeld logischerweise vernichtet wird. Und als zweiten Punkt führt er Schonvermögen auf. Als Schonvermögen wird Geld bezeichnet, das eben vor Insolvenzen geschützt ist oder normalerweise auch vor einem staatlichen Zugriff geschützt ist. Das hat man beispielsweise damals in Griechenland gesehen im Zuge der Finanzkrise. Da war es ja so, dass also Gelder, die über 100.000 Euro waren, also wenn du als Grieche über 100.000 Euro Guthaben gehabt hattest, dann ist da gepfändet worden oder ein Teil gepfändet worden, muss ich jetzt passen. Aber es ist zum Beispiel kein Geld in Schonvermögen wie Aktien oder irgendwelchen Aktienfonds beispielsweise gepfändet worden. Und er sagt, du kannst also in Schonvermögen wie Gold, Silber und sogenannte antizyklische Aktien gehen. Was sind antizyklische Aktien? Antizyklisch heißt er, dass es nicht dem Trend folgt. Wenn also beispielsweise die ganze Wirtschaft zusammenbricht, weil eben eine Nachfrage zusammenbricht, weil jetzt die Leute nicht unbedingt mehr ein Auto haben möchten, sinkt ja eine Automobilfirma in ihrem Wert. Und es gibt da Firmen, sag mal, die gegen den Trend gehen, die also sagen, okay, wir steigen oder wir halten uns oder wir fallen langsamer. Das wäre in dem Fall als antizyklisch, als gegen den Trend zu verstehen. Und er führt hier 6 Branchen auf, die davon nicht betroffen werden. Punkt 1, die er aufführt, sind Lebensmittel, weil die ja auch in der Krise gebraucht werden, weil die Leute in der Krise weiter essen. Punkt 2 sind Pharma und Gesundheit. Punkt 3 sind Goldminenaktien, weil Gold ja als sicherer Hafen auch bezeichnet wird, also nicht dann nur Gold, sondern auch Goldminenaktien, also die Firmen, die Gold fördern. Er sagt in Punkt 4 dann Waffen und Rüstung, also die Rüstungsindustrie, weil er Krieg geführt wird, als es also eher zu Streitigkeiten kommt, weil die Leute natürlich einen extrem hohen Grad an Unsicherheit, an Aggression dann auch in sich bürgen. Das sieht man jetzt gerade ja auch, dass am Samstag wieder überall demonstriert wird. Und irgendwann kann natürlich so ein Ventil sich auch mal in einem Krieg oder könnte sich eher seiner Meinung nach in einem Krieg entfalten. Punkt 5, das ganze Thema Unterhaltung, weil wenn es den Leuten nicht gut geht, ja, dann wollen sie zumindest unterhalten werden. Also Firmen wie Disney, wie Netflix, ja, nach dem Motto Brot und Spiele, also dass die Bevölkerung auch abgelenkt wird oder sich selber ablenkt. Und der letzte Punkt sind die großen Big-Tech-Firmen, die er also bezeichnet. Also die Firmen, die halt auch wahrscheinlich, ich vermute jetzt mal, auf viel Cash sitzen oder auch ein sehr hohes Marktmonopol haben. Also so ein Alleinstellungsmerkmal wie beispielsweise eine Amazon oder eine Google oder vielleicht auch eine Microsoft und so weiter. So, das ist seine These, also die Entwicklung, das, was er vorhersagt. Und die wichtige Frage ist, sagt er das, weil er beispielsweise als Vorstand der Firma Degussa davon profitiert? Ja, warum davon profitiert? Weil immer dann, wenn Menschen verunsichert sind, flüchten sie ja mehr in Gold und in Silber. Und das ist ein Produkt der Firma Degussa. Oder es ist tatsächlich so, dass wir sehenden Auges ins offene Messer laufen. Deswegen habe ich mir die Frage gestellt, was denkt sich eben oder was macht der kleine Mann in Anführungsstrichen, der Otto-Normalverbraucher mit solchen Informationen? Weil normalerweise ist es ja erstmal so, dass du Angst kriegst, dass du eher dazu tendierst und sagst, naja, jetzt renne ich erstmal auf die Bank, plündere also meine ganzen Konten und verstau das mal lieber zu Hause. Ist eine ganz normale, verständliche, rationale Reaktion, weil niemand, wirklich niemand möchte sein schwer verdientes Vermögen aufs Spiel setzen, weil irgendein Depp da draußen irgendeinen Fehler macht und wir das wieder als kleiner Mann ausbaden müssen. Aber die Frage ist das sinnvoll? Weil ganz wichtig in einer Gefahrensituation ist, so wie es jetzt auch ist, ist erstmal gefährlich, nicht unbedingt vielleicht für Leib und Leben, aber für unseren Wohlstand. Aber in so einer Gefahrensituation ist doch wichtig, sachlich zu bleiben. Weißt du, ich bin ja nicht darauf angewiesen, aus einem Reflex heraus, irgendwas jetzt schnell oder irgendwie schnell zu handeln. Ja, es kommt ja kein Bär auf mich zugerannt, wo ich jetzt sage, hey, ich muss jetzt ganz schnell reagieren, sondern ich habe ja wirklich Zeit, das Ganze nüchtern und sachlich zu betrachten. Und das ist nämlich wichtig in solchen Situationen. Das schaffe ich aber nur mit Fakten. Ich weiß, viele Leute schauen auch solche Videos, um eher ihr Gefühl zu bestätigen. Ja, weil wir kaufen nun mal aus dem Gefühl heraus, wir handeln aus dem Gefühl heraus, wir sind nun mal empathische Wesen. Das ist ja auch gut so. Aber es wäre eben sinnvoll, die Fakten zu suchen. So, und Dr. Markus Krall ist ja nicht doof. Der hat ja eine hohe Reputation, nur leider fehlen in mancherlei Hinsicht auch einige Belege, die er nicht liefert, wie beispielsweise, wo man genau die Kreditausfälle einsehen kann. Und man muss wissen auch, grundsätzlich alles, was in der Wirtschaft passiert, funktioniert auf einer Theorie. Wen das interessiert, der kann sich gerne hier das Video von mir mal anschauen. So, und deswegen habe ich mir überlegt, wie kann ich dich in die Hand nehmen, wie kann ich dir helfen, dass du sachlicher eine Entscheidung, also noch sachlicher eine Entscheidung für dein Geld, für deinen Wohlstand fällen kannst. Auf welche bewährten Muster im Endeffekt kann man zurückgreifen, wenn man schon nicht weiß, was in der Zukunft liegt. Und dazu brauche ich als erstes schon mal Quellen ohne
Polemik, damit ich rational bleiben kann, nachvollziehbar. Und jetzt habe ich überlegt, ja, welche Medien kannst du denn verfolgen, wo jetzt nicht unbedingt so mit Polemik gearbeitet wird, so wie die Bild-Zeitung beispielsweise, ist ja bekannt, dass er erstmal Überschriften betitelt, die erstmal Angst machen, natürlich um unsere Aufmerksamkeit zu erzeugen, ja, aber das wirkt, das Ganze ist sehr gefährlich für unsere Psyche, ist aber nicht gut. Und da gibt es beispielsweise sehr gute Plattformen mit Wirtschaftsnachrichten, das Ganze packe ich dir unten auch in die Videobeschreibung. Das eine beispielsweise OnVista oder Finanzen.net oder Ökonomieblogs, da packe ich dir auch mal 3 Stück unten in die Videobeschreibung oder Beiträge von Analysten wie beispielsweise dem Wellenreiter Invest. Das sind Leute, die sehr, sehr sachlich aufarbeiten. Natürlich auch nur immer wieder eine Meinung, deswegen muss ich dann einen Querschnitt davon anschauen. Das reicht also eigentlich nicht, wenn ich nur eine anschaue, sondern ich muss mir wirklich einen Querschnitt holen, um mir ein vernünftiges Meinungsbild zu bilden. Du wirst nämlich immer Pros und Kontras finden. Also da werden nie alle Ampeln irgendwie auf grün stehen, wo du sagst, ah genau, die reihen sich alle aneinander und damit also ist das die logische Schlussfolgerung. Das heißt, du bist leider wirklich gezwungen, dir deine eigene Meinung zu bilden. Und dazu gehört zum Beispiel auch, zwischen den Zeilen zu lesen, dass du also eine Information verwerten musst, also nicht nur bewerten, sondern tatsächlich auch verwerten, also zwischen den Zeilen auch lesen und sagen, Mensch, was hat beispielsweise die Person davon, mir das mitzuteilen? Was hat jetzt beispielsweise der Michael Serbe davon, mir das mitzuteilen? Was hat ein Dr. Markus Krall davon, mir solche Informationen mitzuteilen? Zum Beispiel eben die Information, eben, dass er als Degusser Vorstand davon profitiert. Mache ihm das nicht zum Vorwurf, aber es ist halt einfach so. Und der andere Punkt ist, wenn er doch diese Krise vorausgesagt hat, wenn er das so wusste, dass das so kommt, sogar nur schlimmer, warum ist er dann nicht reich? Das sind auch so Fragen, die du dir stellen musst. Warum ist er dann nicht richtig reich? Weil mit dem Wissen, erst recht mit dem Finanzwissen, wäre er richtig reich geworden, weil du kannst nämlich auch mit sogenannten Short-Positionen, so nennt sich das, wenn du also, sag mal, auf fallende Kurse wettest, beispielsweise auf die ganzen Airlines, die im Zuge jetzt von Corona in Schieflage sind, wenn du da auf diese fallenden Kurse gewettet hättest, mit richtig viel Geld, mit richtig viel Hebel gewettet hättest, wärst du richtig reich, der reichste Mensch aktuell. Ergo sind das beispielsweise dann Indizien, dass man es eben vielleicht geahnt hat, aber man hat es eben nicht gewusst. Und Ahnung und Wissen sind immer zwei Paar Stiefel. Bleibt immer noch die wichtige Frage, wie kannst du vorbeugen? Wie kannst du dich und dein Geld schützen? Wenn du dich aber jetzt einfach an eine goldene Mitte hältst, dann machst du schon mal wenig falsch. Denn es bringt natürlich auf der einen Seite nichts, sich verrückt zu machen. Also es ist falsch, sich verrückt zu machen, weil ja keiner weiß, was die Zukunft wirklich bringt. Es ist aber auch genauso falsch, einfach naiv zu sein. So, das wichtigste Fazit für dich aus diesem Video wäre die Empfehlung: Halte dich an bewährte Vermögensstrukturen, weil die waren damals richtig, die haben dich damals schon durch verschiedene Krisen hindurchgebracht und die sind auch jetzt richtig und werden dich auch durch künftige Krisen leichter hindurchbringen. Und diese Vermögensstrukturen sind eben eher sachwertbasiert und beinhalten auch zum Beispiel genug Bargeld zu Hause, also sich auch nicht immer irgendwo auf eine Bank zu verlassen, ist eh nie verkehrt gewesen. Aber Achtung, mein Lieblingsspruch, mach nicht aus lauter Angst vom Tod Selbstmord und sagen, jetzt mache ich alles irgendwie zu Geld und am Ende liegt das bei dir zu Hause rum unterm Kopfkissen und irgend so ein Trottel kommt auf die Idee und klaut dir das weg, hast du auch nichts gekonnt und man lebt ja dann vielleicht in irgendeiner permanenten Angst, würde mir auch keinen Spaß machen. Am Ende gebe ich dir noch ein paar Punkte, ein paar Indikatoren, auf die man achten kann, aber vorab habe ich noch eine Bitte an dich, dass du mitdiskutierst, dass du sagst, okay, was ist denn deine Denke dazu? Denn wir sind ja gemeinschaftlich stärker, aber nur, wenn man nicht mit Polemik arbeitet, sondern mit Fakten. Weil ich habe nämlich keine Lust, mich verarschen zu lassen, weder von den Leuten, die sagen, es ist alles super, noch von den Leuten, die sagen, es ist alles scheiße. Und jetzt für die Hartgesottenen, die jetzt bis hierhin dran geblieben sind und sagen, Mensch, woran erkenne ich denn, in welche Richtung das jetzt künftig eigentlich geht? Dazu gibt es ja mögliche Frühindikatoren. Und ich will da einfach mal ein paar Frühindikatoren aufführen und mal kurz zusammenfassen. Ich packe auch die wiederum in die Videobeschreibung rein. Also, was sind beispielsweise Frühindikatoren, an denen ich die Aussagen von Dr. Markus Krall testen kann? Das sind beispielsweise ja Verbraucherpreisindizes, also in der Bundesrepublik Deutschland und in den USA, wo ich also schauen kann, gibt es eben eine Deflation oder gibt es eine Inflation. Das sehe ich ja am Verbraucherpreisindex. Würde aber eben gucken nach Deutschland und nach Amerika, damit ich eben ein globales Bild bekomme, weil ich ja beispielsweise auch Inflation exportieren und importieren kann. Das zweite, was ich auch empfehle, ist der sogenannte Einkaufsmanager-Index der Industrie, also der EMI. Auch das packe ich mal rein, weil warum? Man erkennt daran die Auftragslage. Ja, also daran sieht man, ob die Auftragslage gut ist oder weniger gut. Weil ich unterstelle mal, wenn die Auftragslage gut ist, dann geht es ja auch den Firmen gut, ja, weil das läuft ja praktisch vor der Produktion, läuft ja das vorweg. Ja? Also bevor ich was produzieren kann, bevor ich was auf den Markt werfe, also bevor ich das Ergebnis sehe,
gebe ich es ja erstmal in Auftrag. Und wenn es mir nicht gut geht als Firma, dann halte ich mich mit meinen Aufträgen zurück. Dritte Empfehlung wäre der Kupferpreis, weil Kupferpreis auch immer so ein Indikator ist für die Industrie, für die Industrieproduktion. Ja, weil wenn die Produktion steigt, steigt im Vorfeld erstmal der Kupferpreis, weil die Nachfrage nach Kupfer steigt. Ja, also auch da ist es wieder so, bevor das ja in der Produktion verarbeitet wird, bevor aus dem Kupfer eine Maschine oder irgendein anderes Werkstück, Werkzeug oder sonst irgendwas wird, muss ich es ja erstmal kaufen. Und wenn wieder mehr Leute Kupfer kaufen, steigt ja eher der Kupferpreis. Aber wie gesagt, Achtung, muss man alles in der Summe sehen. Punkt 4, was ich dir auch empfehle, wäre der Ölpreis. Weil auch der Ölpreis, wenn also viel Industrie ist, ja, dann brauche ich viel Öl und das wirkt sich im Ölpreis aus. Wenn ich mal ausklammer, dass nicht gerade die OPEC wieder irgendeinen Bock schießt ja, und dadurch natürlich nochmal zusätzlich den Ölpreis nach unten prügelt, sondern mir geht es hier um die normale Nachfrage. Also du siehst, man muss das schon ziemlich komplex betrachten, um überhaupt ansatzweise zu verstehen, was da draußen vor sich geht. Weiterer Punkt sind auch die Wetten von Anlegern, von großen Fondsmanagern, von großen Hedgefondsmanagern auf irgendwelche Firmen oder auf irgendwelche Währungen, beispielsweise diese Leerverkaufspositionen. Also wenn ich eben auf eine Pleite von einem Unternehmen wette, auch die müsste ich im Endeffekt einsehen, weil wenn ich zu sehr auf ein Unternehmen wette, kann auch das dazu führen, dass das Unternehmen tatsächlich pleite geht. Also dass selbst durch solche Wetten ein gesundes Unternehmen pleite geht, hat es damals mit der Wette auf das britische Pfund zumindest schon mal solche historischen Erlebnisse gegeben. Der nächste Punkt, der sogenannte Risikoaufschlag auf neu emittierte Staatsanleihen, Bundesanleihen beispielsweise. Warum? Wenn ein Staat, sagen wir mal, nicht mehr ganz so zahlungsfähig ist, ja, dann muss er einen Risikoaufschlag auf den üblichen Marktzins bezahlen. Ja, also je höher praktisch der Zins er ist, umso höher ist ja das Risiko, ne, des Ausfalls. Vielleicht kennst du den Zusammenhang, dass also praktisch ein hoher Zins immer eine Prämie für ein Risiko, für ein höheres Risiko ist. Und dafür müssen Staaten einen Aufschlag bezahlen und das wirkt sich in diese Risikoprämie aus. Also müsste ich im Endeffekt auch die Risikoprämie im Auge behalten. Das Gleiche gilt auch für Ratings, also Ratingagenturen stufen ja auch die Solvenz, die Bonität, die Zahlungsfähigkeiten von Staaten und von Banken, von Unternehmen, Banken und Staaten ein. Und auch das muss ich im Auge behalten, weil wenn jetzt zum Beispiel ein Staat oder ein Unternehmen abgewertet wird, ist natürlich auch immer ein Zeichen, wie es dem Staat geht. Aber das Ganze hat eben auch drei Nachteile. Eben einmal, weil ich das Gesamtbild sehen muss, was mir gar nicht gelingt. Zweites ist, dass die Zahlen oft gar nicht zeitnah veröffentlicht werden, sondern vielleicht manchmal auch 3 Monate später, wo es vielleicht dann auch schon alles in Bach runtergegangen ist oder alles schon viel besser wieder geworden ist. Und der dritte Punkt ist, dass momentan das Zünglein an der Waage eher die Politik ist, gar nicht mal so die Wirtschaft. Also ich kann jetzt gar nicht so richtig einschätzen, ja, ab wann ist denn die Firma eigentlich wieder dort, wo ich sie jetzt gerade sehe? Ich sage, naja, okay, Corona hat jetzt 2 Monate vielleicht Ausfall gebracht oder so ein bisschen Ausfall. Gut, das stecken die weg, aber was ist in der Folge? Ist ja auch davon abhängig, was die Regierungen machen, was die Politik macht. Wenn sie zum Beispiel auch Subventionen beschließen, dann erst recht halten sich aufgrund dessen Käufer zurück. Ja, also beispielsweise jetzt mit einer neuen Abwrackprämie, dann halten sich ja Leute erstmal zurück, die jetzt vielleicht ein Auto gekauft hätten, aber sagen, naja, aber jetzt warte ich vielleicht nochmal einen Monat, bis die Regierung die Abwrackprämie beschließt oder nicht. Also auch dafür gibt es ja Verschiebungen, gibt es Verwerfungen. Also deswegen ist es wirklich momentan sehr, sehr schwer, da sich eine eigene Meinung zu bilden. Also deswegen halte ich an die bewährten Vermögensstrukturen. Die haben damals die Leute schon sehr gut durch Krisen hindurchgebracht und die werden auch künftig die Leute wieder sehr gut durch Krisen hindurchbringen. In dem Sinne. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ab hier liegt's an dir. Bis zum nächsten Video. Dein Michael. Ciao, ciao.